So, hallo wieder, herzlich willkommen bei Wissenslust. Und jetzt sind ungefähr 1,5 Stunden auf jeden Fall Minimum rum. Ich habe gar nicht so auf die Uhr geguckt eigentlich. Und jetzt zeige ich euch mal, wie der Rucola mittlerweile aussieht. Und ich habe mir gedacht, Mann, wie kannst du es noch ein bisschen stampfen immer? Und dann habe ich so diesen Kartoffelstampfer. Und damit gehe ich jetzt noch mal so ein bisschen rum. Das will ich auch noch mal ein bisschen. Ich zeige euch jetzt mal überhaupt die Konsistenz. Ist jetzt irgendwie so ein bisschen schwierig, ne? Ihr seht das. Ein bisschen knirrig und ist natürlich viel zu viel Salz. Also ich glaube, es war auch kein Kilo, waren glaube ich über 500 Gramm. So zusammen. Ein bisschen drüber auf jeden Fall. Dadurch, dass ich ein grobes und ein feines genommen habe, bin mir noch nicht sicher, ob das jetzt von Vorteil war, dass ich ein grobes genommen habe oder hätte ich vielleicht doch nur schon ein dünnes nehmen sollen. Also ein dünnes, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ein feines. Also im Übrigen wollte ich euch auch nur mal sagen, wenn ihr auf Salz achtet, dann guckt mal, dass das in diesen immer ohne chemische Zusätze ist, ja. Also egal, was ihr habt, schaut mal, dass ihr keine Rieselhilfen drin habt im Salz, weil dann ist es ja früher aus Aluminium gewesen. Ob das heute noch ist, das weiß ich nicht. Aber wann immer Rieselhilfe drauf ist, ist es irgendetwas Künstliches meistens. Und wir können uns ja wie früher ein bisschen Reis reinmachen. Also achtet da drauf, denn alles, was auch nicht natürlichen Maßes ist, so wenig wie drin ist, ist immer das Beste. Und immer unraffiniert soll es sein. Ja, unraffineriert. So, jetzt gucken wir mal weiter. Ein bisschen doof, ne, wenn man hält. Ich habe halt noch keine Profi-Ausrüstung in dem Sinne, bin ich ja auch nicht. Aber ich denke, ihr könnt das schön sehen. Ach, das ist schön pampelig und matschelig, aber es ist natürlich viel zu viel. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich habe noch so ein bisschen leckeren Salat. Seht ihr hier so ein großes Päckchen? Red Chard. Und ich denke mir, den mache ich jetzt einfach dazu. Und den brauche ich auch nicht waschen. Das muss ich natürlich ordentlich klein machen, dann ordentlich stampfen wieder. Weil das Salz macht ja sowieso alles dann tot. Der ist auch vorgewaschen. Und das müsst jeder wissen. Vielleicht müsste ich den auch vorher ein bisschen klein hacken, schneiden, keine Ahnung was. Also, das werde ich alles sehen. Und im Notfall werde ich ihn durch meine Maschine jagen. Dann. Aber jetzt lasse ich ihm erstmal ein bisschen Zeit. Ihr seht, das Salz wird jetzt wieder schön. Das menge ich wieder so, dass das wunderbar oben drüber kommt. Guck mal, wie schön das schon aussieht. Das ist das Kristallierte. Und da zieht jetzt die ganze Kraft von dem Salz, beziehungsweise also, ne, von dem Salat und von dem Rucola halt rein. Und dann hat man, glaube ich, ein wunderbares Salz für das Brot oder für den Salat oder vielleicht für eine Suppe, wo ihr es früher machen wollt. Ich habe keine Ahnung, wo ihr das alles verwendet, aber ich liebe sowas ja auch. Butterbrot, sowas gemacht und mit Apfel. Ich habe euch ja schon mal so ein paar kleine Blümchen gemacht, ich ganz gerne meine Brote gestalten. Das kann man natürlich nicht immer und zu jeder Jahreszeit ist das anders. So, aber jetzt werde ich das nochmal ordentlich drehen und mengen. Vielleicht habt ihr ja auch eine gute Idee oder macht es mal selber nach und schaut, wie geht das. Und jetzt werde ich das natürlich auch beobachten und werde, ja, meine Eieruhr, die zeigt dann immer, es ist von der Zeit her okay, aber ich habe gerade Waffeln im Rechner und von daher müssen die jetzt gerade mal gemacht werden. Also ich werde euch informieren. Das werde ich nochmal ordentlich drücken. Und das lasse ich auf jeden Fall erstmal bis morgen. Keine Ahnung, wie lange ich das durchziehen lasse. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Ihr habt bestimmt auch ganz tolle Rezepte. Könnt ihr ja auch drunter setzen oder was ihr gemacht habt oder wie ihr es gemacht habt oder was noch für eine Möglichkeit wäre. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dann erstmal. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Tschüss.